Tag 2 des Backmarathons. Was wachsen da jetzt aus hier? Das sind die Gewürzknusperle. Wer bist du eigentlich? Ja, große Frage. Nee, sag mal. Stell dich mal vor. Warum hast du doch gestern gemacht? Okay, das ist Darling. Oh, ey. So, Wally von Nice kennt ihr ja schon. Die verschwindet jetzt gerade. Genau. So, und jetzt bin ich mal gespannt, weil Knusperle, weißt du noch, was du da reingetan hast? Schreib mich doch sowas nicht. Die Nacht war lang. Das hört sich jetzt falsch an. Was? Brennholz? Was willst du jetzt mit Brennholz? Brennholz. Ach, Heuholz, ich habe Brennholz verstanden. Ich wollte schon sagen. Das ist Roll. Und du darfst gleich ausstechen. Ja, ich darf ausstechen. Wer nimmt dann für mich die Kamera? Das müssen die doch live dabei sein hier. Das mache ich. Okay. Ich darf ausstechen. Soll man dann nicht lieber dein Kind holen? Okay. Was verpasst? Nein, haben wir nicht. No. So, wo sind jetzt die Ausstecher? Wow. Engelchen. Ja, Engelchen für die Engelchen. Ist das jetzt das ist? Okay. Okay. Engelchen. Was hast du denn da noch? Hast du auch Bärchen oder so? Ja, sieh an. Ich bin übrigens Cassie, wie immer hinter der Kamera. Nimmst du mal das Ding? Ja. Dankeschön. Ja, ist einfach draufhalten. So. Nein, ich meine hier draufdrücken oder nicht? Nein, nein, einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Na dann. Ich habe die Kamera heute noch nicht ausgemacht. Ja, was haben wir eigentlich gestern verpasst? Haben wir irgendwas noch gemacht, was so interessant war? Ja. Ja? Nein. Nee, gestern haben wir ja den Schluss gemacht. Ja, Schluss gemacht. Also ist es jetzt wirklich so eine Art Screen, was wir eigentlich machen? Bloß, dass er nicht ganz leid ist. Steffi, würdest du... Darling, würdest du eigentlich mal bei einem Livestream mitmachen wollen? Ja, kommt drauf an, was wir machen, ne? Das würden wir uns ja dann vorher noch bereden. Wahrscheinlich machen wir irgendwas ohne Sinn und System, wie immer. Weiß ich doch. Ja. Oder wir machen einen Kochmarathon mit Steffi und Darling. Als Darling. Ja, Entschuldigung. Aber die wissen sowieso, wie du heißt. Weißt du warum? Warum? Im ersten Kanal, da hat mich nämlich Tinker dran erinnert, da hieß du noch Steffi. Und irgendwann ist Steffi zu Darling mutiert. Wie konnte das passieren? Weil du mich immer so nennst? Genau. Ja. Sag mal, sollen wir dir mal ein Backblech organisieren? Wäre vielleicht sinnvoll, die sofort darauf zu tun, dann hast du nicht doppelte mal, Arbeit. Guck mal, der macht Oberflächen mal. Ja, ist das hier ein Pinguin? Nein, das ist ein Nikolaus. Das sieht echt aus wie ein Pinguin. Guck das doch mal an. Was denn? Das da, sieht aus wie ein Pinguin. Das ist doch ganz eindeutig ein Nikolaus. Da oben Leute, mit der Zipfelmütze und mit dem Sack auf dem Rücken. Leute, entscheidet selbst, Pinguin oder Nikolaus. Bleibt doch Nikolaus. Oder ein Einbrecher. Einbrecher geht natürlich auch. Du stichst Engelchen aus. Ich steche hier alles aus. Ich mag Engel. Ups. Oder so. Guck mal, Wally, ich habe einen Schuh für dich. Du gibst den Leuten gerade einen super Einblick, Wally. Ja. Wally, ich habe Schuh für dich. Aha. Muss man die Hände ja noch irgendwie anmalen? Oh, den kannst du nicht mal nehmen? Ja, den gib mal her. Der ist weg. Muss man die Hände ja noch irgendwie anmalen, ausmalen, irgendwas?
ausmalen. Nee, nein, mit Eiweiß-Spatzglasur kannst du die schön ausgarnieren. Das wollte ich doch noch wissen. Ich mache ja auch noch mal hier diesen Weihnachts- und irgendwas. Okay, ausgestochen. Zumindest fürs Erste. Ja, ne? Ich muss mal um die schauen. So, dann gebe ich die Kamera mal wieder ab, denn ausrollen genau. Ist mein Job. Genau. Richtig. Was ist das denn für ein verunglückter Stiefel? Das ist mein Stiefel. Ja, das ist mein Angebot. Ach so, ja. Genau. Und ein angefressenes Kleeblatt. Ja, dann tu das weg. Was? Auch wieder. Passt schon. Was aus dem Angebot ist, ne? Ja. Das sind die das ist der Stiefel von diesem Billigmarke, die ich jetzt nicht nennen will. Ja, nein. Ich sag doch nichts. Ich sag nur relativ viel. Ich brauch noch zwei Plätze. Ja, die kriegst du ja auch. Ist das hier weit? Gehen die hier auseinander? Nein. Dann machen wir das mal jetzt auf die Schnelle. Ich hatte echt gedacht, dein Kind hilft mir. Aber na gut. Ja, zu tun. Ja. Ja. Kannst du mal eben noch welche ausstücken? Oder soll ich diesmal? Ja, mach du mal. Ich wollte nicht mal sehen, wie, dir das, wie du das machst. Wie ich das mache? Ja. Du machst es langweilig. Du holst sie nicht raus. Doch, ich hol die gleich raus. Keine Sorge. Genau, immer verschiedene nehmen, ne? Ja. Dann, wenn du auch mal den Arm da mal kurz wegtun kannst, dann könnten wir das auch mal sehen. Du könntest ja auch auf die andere Seite kommen, dann könntest du erst recht was sehen. So sieht das aus. Das ist kaputt gegangen. Nein. Das gehört ja nicht zum Plätzchen. Du machst das ganz toll. Ja, ne? Mhm. Kaputt leben. Also nee, dann nicht. Gib mir mal ein kleines Messerchen. Okay. Ach Mensch. Was lernen wir daraus? Nichts auf die Schnelle. Ja. Meinst du? Wenn du die, würdest, stichst du die immer aus oder stichst du die nur heute aus? Sag mal ehrlich, stichst du die immer aus? Zum ersten Mal, also. Ist das egal. Wie sollen die normalerweise aussehen? Oder ist das richtig? Ausgestochen. Ja, dann drauf? Okay. Ja, du kannst die natürlich auch zur Rolle formen und einfach runterschneiden und die dann im hübschen Muster stempeln oder so. Es gibt ja jetzt diese wunderhübschen Stempel. Aha. Mit Weihnachts- Apropos Stempel, haben wir gar keine Spekulatien gemacht. Ja, stimmt. Mhm. Macht nichts. Weihnachten ist noch lang. Erstmal das und zwei Spekulatien kann man nicht machen. Die da Ecke sind wir doch mal ehrlich. Ja. So, jetzt gleich mit rein. Okay. Yay. Für wie lange? 8 Minuten. Dann eigentlich bei den Vanillekipferln gesagt und bei den Kuchen? Nein, ja, ne? nein, deswegen sagen wir es jetzt beim Ausbacken. Das ist sowieso jetzt alles irgendwie durch den Regen, weil die haben ja du die schnell die Rezepte ja, lieber getan. In die Videobeschreibung. Nee, die sollen nachfragen. Also wer nachfragt, bekommt das Rezept, wer nichts sagt, bekommt keins. Also schreibt mir in den Comments, wer nachfragt, bekommt das Rezept, wer nicht, der kriegt keins. Hallo, gestern habe ich gesagt, ich mache das. Ich würde ja auch sagen, man muss das Rezept jetzt hier mal schreiben. Nein, 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 einmal in die Videobeschreibung. Ja, okay, wenn Darling sagt, sie macht es, dann macht sie. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Ja. Schreibt faule Familie. Nein, ich finde das schade, dass wir keine Kommentare kriegen, weil jeder YouTuber kriegt Kommentare, wir kriegen keine. Ich finde das immer so traurig. Weil wir können nie sagen, was ihr sehen wollt, wir können es nicht verbessern und gar nichts, weil YouTube ist ja so ein Ding. So ein Medien-Ding, das ist eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft. Also wer regelmäßig Kommentare schreibt, ist natürlich ja. Klaus und Tinka. Ja. Ja? Aber wir möchten auch mal gern was von den anderen hören. Ja.
Wir finden das echt schade. Darling schreibt zwischendurch auch mal was drunter. Aber es kommt das ja auch. Ja, du hast es auch schon gemacht. Und ihr was könnt das ja auch. Ihr könnt auch mal Vorschläge machen, was ihr sehen wollt. Bist du wieder? Kann ich machen. Ich finde das wirklich schade, oder? Weil ich das gut aus. Ja, das ist wirklich schade. Mal sehen, ob wir 1000 Abonnenten zusammenkriegen, weil das kriegen wir auch mal live. Ja. Bei 1000 Abonnenten machen wir das. Aber die trauen die sich gar nicht. Nee. Da trauen die sich wirklich. Ich trau mich nur bei den anderen. Vielleicht haben sie auch Angst. Wovor? Vor dem Livestream. Nee, die haben einfach Angst, auf das Knöpfchen zu drücken. Ja, stimmt, das Knöpfchen kann explodieren. Ja, es ist doch rot. Hallo? Ja. Drück niemals auf den roten Knopf. Nee, bin ich auch nicht machen. Das passiert was. Ja. Ich meine, es ist kostenlos, ihr habt Vorteile. Kennst du eigentlich die Vorteile als Abonnent? Darling? Muss ich? Ja, du kennst sie doch. Du bist die Erste, die die Nachrichten von denen bekommt. Du brauchst den Kanal nicht mehr. Ja, wenn die Abo-Box mal funktioniert. Das sind alles eure Vorteile. Aber die haben Angst vor uns. Darling, du hast schon recht. Ja. Ihr könntet beißen. Ja. Sehr furchtbar. Oh, vielleicht wird es ja noch. Ja. Komm mal, Schaukelpferd. Ja. Hatte ich. Du machst das ganz toll an. Schneestern ist schön. Ist ein Schneestern. Ja, weiß ich. Mag ich mich schon. Das riecht schon. Oh, Leute, warum habt ihr kein Geruch für uns? Also eure Kommentare und so, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. So. Da. Blech schon wieder voll? Nee. Geh doch mal darüber, zeig es dir. Nee, ich zeig mal nicht. Ja. Ich kann zwar nicht viel durch die gewürfelte Fenster, aber die sehen schon richtig gut aus. Habt ihr auch schon zu viel, ne? Ich muss mal ein bisschen schneiden. Oh, ich habe den Mond die ganze Zeit übersehen. Wie du übersiehst den Mond? Das geht gar nicht. Der arme Mond. Der Fisch ist voll gemobbt hier. Ja, dann stech mal ein paar Monde aus. Hab ich ja gar nicht. Und das Auto habe ich auch übersehen. Nee, eins hast du schon. Echt? Ja. Jan wird sich über Autos freuen. Wenn er aussticht, sticht er nur Autos aus. Echt? Es sei denn, wir haben die Halloween-Ausstecher, dann sticht er lauter Fledermäuse aus. Ach, das ist ja gut. Kind hatte mir ja mal zu Weihnachten gemacht, ne? Das ja. Ist diesen Halloween, die Weihnachts-Fledermaus-Puller. Genau. Alter, hat er extra für mich getan. Mein Sohn ist schon süß. Warte, du, hier ist noch ein Bärchen. Da ist auch noch ein Stiefel. Ist doch egal, es ist ein Stiefel. Gib mir mal die Kamera. Wie soll ich jetzt riemeln? Ja, bei mir zerreißt der nur. Weißt du, was du da machst? Tada. 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 Jetzt ist er gelungen. Ja.
gerettet. Ja, weil es dein Stiefel ist. Und dann mache ich direkt auch noch einen zweiten, weil auf einem Bein kann man nicht stehen. Kann man nicht? Nein. Das sagt man eigentlich, wenn man was gibt beim Alkohol. Ja, aber ich trinke ja kaum was, also mache ich das mit Plätzchen. Ich trinke auch kaum was. Ja. Ja, wir trinken Alkohol, ernsthaft. Alkohol macht Birne wohl. Und du was? So. Jo. Willst du jetzt die ganze Zeit dieses Ausstechen?